dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Alles auf die Plätze, fertig, los. Es beginnt die Folge 41 der philosophischen Trilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik hier auf dem Gleichsatzkanal und es geht gleich weiter mit der Nummer 203. Das auch heute noch übliche Durcheinander von Logik, Empfindung und Wahrnehmung. Was haben wir darunter zu verstehen? Das Durcheinander von Logik und Empfindung bzw. Wahrnehmung. Nehmen wir das Ganze mal etwas auseinander und vereinfachen das übliche Durcheinander von Logik und Empfindung. Wann haben wir ich, du, er, sie, es mit sowas zu tun? Wenn Empfindung nicht logisch ist, wann ist das der Fall? Wenn wir ich, du, er, sie, es mit Gefühlen ohne Verstand zu tun haben. Oder auf den Prozess der Begriffsbildung heruntergebrochen heißt das, es ist unklar, wie es einer Empfindung gelingt, zu einem Begriff zu werden. Das heißt, zu einem Begriff, der als logisches Element dann weitergedacht und von dem dann in logischer Hinsicht abgeleitet werden kann, Konsequenzen gezogen werden können. Ein weiteres Durcheinander wäre der Unterschied von Empfindung und Wahrnehmung nicht zu begreifen oder zu behaupten, beides wäre identisch. Die Frage, ob es Sinn macht, Empfindung und Wahrnehmung zu unterscheiden, da gibt es die Auffassungen, dass sich die Wahrnehmung gegenüber der Empfindung dahingehend unterscheidet, dass es sich in der Wahrnehmung um ein logisches Urteil handelt, beziehungsweise um ein Urteil des Verstandes, wohingegen die Empfindung ohne dieses Urteil, frage mich nicht, wie das sein kann, ohne dieses Urteil zustande kommt. Das ist die berühmte Stock-im-Wasser-Beispiel, das berühmte Stock-im-Wasser-Beispiel, dass das Urteil, dass der Stock gekrümmt ist, ist eine Sache der Empfindung, der Sinnesempfindung, beziehungsweise das sehe ich, dass der Stock gekrümmt ist. Aber dass der Stock war, dass der Stock nicht gekrümmt ist, das wäre dann das logische Urteil und müsste dann die Wahrnehmung sein, aber ist es eben nicht. Ob Empfindung oder Wahrnehmung, der Stock ist immer gekrümmt, weil diese Krümmung eine Erscheinung ist, verursacht durch eine Brechung des Lichtstrahls im Wasser, aber der eigentliche Knackpunkt, der diesem üblichen Durcheinander, um nochmal auf die Begriffsbildung zurückzukommen, zugrunde liegt, ist der, dass eine Verknüpfung von Wort und Ding zustande gebracht werden muss, aber diese sich nicht einwandfrei nach strengster logischer Prüfung nicht rein logisch erklären lässt. Also als eine Sache des bloßen Erkennens ohne irgendeine eine subjektivische Zutat. Das heißt, ohne ein Interesse, eine Intention, ein Wollen lässt sich diese Verknüpfung nicht
Also nicht neutral und nicht nur logisch und werturteilsfrei, wertfrei, lässt sich diese Verbindung nicht erklären. Und das ist auch der Grund, weswegen eine logisch allgemeingültige Erkenntnis unmöglich ist. Da in jedem Fall subjektive Faktoren mitwirken, die noch so sehr ausgeblendet werden können, so stellt sich dann zuletzt die Frage, auf welchen Nutzen soll irgendeine Aussage haben oder welchen Sinn, in welchem Zusammenhang soll das stehen? Und dabei gerät man auf logische Art und Weise in einen unendlichen Zirkel, also in einen sogenannten Teufelskreis, so dass letztlich dann eine Begründung, eine positive Begründung dann willkürlich ist und ein Interesse und damit eine Macht dahinter steht. Und diese Macht gilt es, das ist das eigentliche Problem an der ganzen Geschichte, ist es, Macht zu begründen. Auch Macht, die als Wissen sich gebärdet, als allgemeingültiges Wissen. Und diese Begründung ist unmöglich, ein allgemeingültiges Wissen zu legitimieren, was dann als Konsequenz die Frage aufwirft, inwieweit anderweitige Interessen legitimiert sind, wenn sie sich nicht auf objektiv, werturteilsfrei, neutrale Art und Weise, bloß logische Art und Weise begründen lassen. Und da gibt es die Erklärungen, gibt es jetzt schon, unabhängig davon, unabhängig von der Abschaffung der Allgemeingültigkeit und Objektivität, der logischen Allgemeingültigkeit, dahingehend, dass eben Wertvorstellungen immer schon die Grundlage für die Gesetzgebung darstellten. Dennoch behaupte ich, also es bleibt im Prinzip dabei, aber in vielen Angelegenheiten sind immer noch objektivistische Methoden in Bezug auf Zeit und Raum und wie etwas gemessen wird, wie Tatsachen festgestellt werden, die Willkür bei der Festsetzung des Kriteriums, wie etwas gemessen wird, nicht berücksichtigen. Und bei gründlicher Untersuchung und Prüfung werden sich einige Fragen stellen, die eine Überarbeitung dieser Gesetzestexte nahelegen und zur Dringlichkeit, möchte ich sagen, fast werden diese Angelegenheiten zu regeln, weil sich von hier aus und nur von hier aus dann auch die Kriterien ergeben, mit denen sich politische, gesellschaftliche, moralische Probleme dann Fragen beantworten bzw. lösen lassen. Und das ist dann insgesamt eine völlig neue Auffassung der Dinge, und, die eine Umkehrung der bisherigen Auffassung dahingehend darstellt, dass das Subjekt im Vordergrund steht und nicht die Allgemeinheit. Das ist zwar, wenn man den Vertretern der herrschenden Ordnung glauben will, jetzt immer schon der Fall.
Aber das bestreite ich eben. Im Moment ist die Allgemeinheit das entscheidende Kriterium. Und das Subjekt wird im Zweifelsfall ein typisches Beispiel. Der Staat lässt sich nicht erpressen, kann sich nicht, darf sich nicht erpressen lassen. Und da springen dann im Notfall einzelne Individuen, die dann erschossen werden oder was weiß ich, geköpft, springen dann über die Klinge. Das nennt man die sogenannte Staatsräson. Also da hat sich in dieser Hinsicht der Auffassung dieser Angelegenheiten hat sich in den, muss man zugeben, in den letzten Jahrzehnten einiges geändert, aber im Prinzip ist das weiter so, dass die Allgemeinheit dann von Anfang an und letztlich auch immer den Ausschlag gibt. So, damit kommen wir zu Friedrich Nicolai. Der hat hier über die notwendigen Unvollkommenheiten der Abstraktionen und über ihren öfteren Missbrauch geschrieben, auch sehr früh, Anfang des 19. Jahrhunderts. Also es ist in dieser Hinsicht ist da im 19. Jahrhundert auch einiges passiert. Dennoch konnten sich diese Bestrebungen, war zum Beispiel eine irrationalistische Tendenz in Form des sogenannten Romantik, hat diese rigoros wissenschaftlichen Auffassungen, die der Kälte der Abstraktion da angegriffen. Aber letztlich entscheidend war das Aufstreben und das Emporkommen der auf objektivischer Wissenschaft beruhenden Wissenschaften, Techniken und die Entwicklung der Industrie, sodass Bestrebungen, die diesen ganzen Fortschritt, den angeblichen Fortschritt der Kultur und der Industrialisierung, das war der Begriff, den ich gesucht habe, da entgegenwirken, nicht mehr waren als einsame Rufer in der Wüste. Nietzsche ist da ein typisches Beispiel für so jemanden, der mehr oder weniger eine Außenseiter-Dasein geführt hat. Aber jetzt zu Friedrich Nicolai. Jede Vorstellung, jeder Gedanke, jeder Entschluss, selbst eines rohen, unkultivierten Menschen, ist ein zusammengesetztes, unbegreifliches Etwas, dessen eigentliche Beschaffenheit noch keine Philosophie in einen allgemeinen, deutlichen, völlig evidenten Überblick hat bringen können, der die Beschaffenheit eines solchen unbegreiflichen Etwas dergestalt erschöpft, dass das Ganze objektiv eingesehen wurde. Also das ist hier ein sehr pessimistischer, skeptizistischer Ansatz, nachdem jetzt keine objektive Erkenntnis möglich ist, weil eben jede Vorstellung, jeder Gedanke, jeder Entschluss, jedes Urteil auch eines unkultivierten Menschen, weswegen das jetzt als Vergleich dient, das erschließt sich mir jetzt nicht auf den ersten Blick, weil man ja annehmen müsste, dass bei denen, dass bei ungebildeten Menschen das noch umso mehr der Fall ist, ist ein unbegreifliches Etwas, jede Vorstellung. Wenn man, hier heißt es eigentliche Beschaffenheit, aber wenn man den ganzen
in den verschiedensten Ebenen die Relationen und die, also da gibt's, wenn jetzt mal von diesem objektivistischen Ansichtsstandpunkt abgesehen wird, wenn das abgelehnt wird, nichts akzeptabel ist, dann hat man es mit einem Relativismus zu tun, sodass bei allem und jedem, jeder Vorstellung, Gedanke, Entschluss immer alle möglichen Gesichtspunkte dann in Frage kommen. Man sich fragen muss, für wen oder für was und von welchem Hintergrund aus irgendeine ein Gedanke herrührt, sodass die Komplexität im Grunde genommen nur eine Frage des Wollens ist, wie weit man das Ganze analysieren will und dann wieder Synthesen herstellen. Aber von jetzt einem, von irgendeiner, einem Interesse abgesehen, eine Erkenntnis des Ganzen festzustellen, anders als, dass man eben sagt, jetzt zu dem Zeitpunkt der Untersuchung kommen wir zu dem und dem Ergebnis und eine halbe Stunde später oder von mir aus ein Tag später ist schon wieder ganz was anderes. Jetzt mit dem Computer als Technik, da geht das Ganze noch viel schneller und ist noch, aber auch noch viel verzweigter zu beachten, sodass am Ende die sokratische Weisheit, dass man weiß, dass man umso besser jetzt weiß, was man alles nicht weiß, also dass man nichts weiß, in der Richtung ist das jetzt hier zu verstehen. Und zwar ist ja die Norm einen allgemeinen, deutlichen, völlig evidenten Überblick. Da führt einfach kein Weg hin, so dass das eine Illusion wäre, hier ein objektives Wissen zu behaupten. Ist jetzt die Meinung Nikolais in dem Punkt. Es gibt dann aber auch viele Stellen in diesem Buch, die ich nicht teile und die dann wieder objektivistisch sind. Also das heißt jetzt nicht, dass von hier, von diesen Sätzen oder von diesem einen Ersatz, von diesem Satz lässt sich nicht auf eine schließen, dass es hier jetzt mit einem Subjektivisten zu tun hat. Auch nicht einem Irrationalisten, auch nicht einem Objektivisten. Es ist jetzt nur eine Analyse und liegt auch, gebrauche ich jetzt wieder den übliche Sprachgewohnheit, liegt auch in der Natur der Sache, dass sobald etwas relativiert wird, dass damit nicht nur die Beliebigkeit, sondern auch die Komplexität unfassbar zunimmt. Okay, dann wäre es hier Nikolai zum Ersten und nun Nikolai zum Zweiten. Zu einer Anschauung des inneren Wesens der Dinge, die ohne Worte bestimmt wäre, können wir nie gelangen. Oder es müsste alles trügen, was wir vom menschlichen Verstand bisher erkannt haben. Kant selbst hat der menschlichen Vernunft abgesprochen, dass sie ins Wesen der Dinge dringen kann. Fichte und Schelling freilich verzweifeln nicht daran, das objektive Wissen zu erlangen. Und bei Hegel ist es noch schlimmer, aber auch noch abstruser. Ich erwähne nur sein berühmtes Bonmot: Alles, was wirklich ist, ist vernünftig und alles, was vernünftig ist, ist wirklich. Und bei Schelling, da ist der Schwachsinn noch abstruser. Fichte ist in seinem Individualismus, in seiner Unterteilung der Welt in Ich und Nicht-Ich, seiner Selbstschaffung des Ich,
etwas eigentümlich, aber doch noch nicht so abgehoben, wie das etwa bei Hegel oder Schellington und dann irrational wird. Das Wesen der Dinge heißt, eine Natur der Dinge ist ein höchster Form von Allgemeinheit, dann noch zu fordern, dass sie ohne Worte bestimmt wäre, spielt eigentlich keine Rolle, denn ob oder mit Worten ein Wesen ist eine Illusion, ist eine Allgemeinheit, ein Ideal, das nicht existiert. Und auch als Forderung ist es illusionär, weil es sich sozusagen um das Ding an sich handelt und das ist, entzieht sich der menschlichen Erkenntnisvermögen. So wie ein Auge sich nicht selber sehen kann, ist es absurd, etwas über die eigenen Möglichkeiten etwas zu erkennen hinaus erkennen zu wollen. Das ergibt sich von selbst. Es müsste im Grunde selbstverständlich des Pudels Kern, wie es bei Goethes Faust heißt, wird sich nicht erschließen. Jetzt muss ich nochmal auf Wasser schauen. Gute 5 Minuten, da geht noch was. Ein gewisser Richard Getschenberger, Österreicher, soweit ich mich erinnere, hat sich an die Symbola gemacht. Und was war das? Das war jetzt eine Seite weiter. Zeichen, Symbole. Und dort heißt es, die Welt ist meine Vorstellung. Das ist ein großer, imponierender und für viele auch sehr klarer Satz. Schopenhauerscher Prägung, wie bekannt. Machen wir aber eine bescheidene Anwendung davon, so will er sich nicht mehr fügen, dieser Satz. Der Satz ist eine Abkürzung für die Behauptung, dass Häuser, Menschen, Äpfel und alle anderen Gegenstände jemandes Vorstellung sind. Nun sage man mir klipp und klar, was da vor sich geht. Einen Moment. Wenn ich einen Apfel esse, esse ich da die Vorstellung eines Apfels oder ist die Vorstellung eines Ich die Vorstellung eines Apfels? Oder stellt die Vorstellung eines Ichs sich vor, dass sie einen Apfel oder die Vorstellung eines Apfels ist? Also hier haben wir einen Realisten, einen Positivisten, der meint, sich hier mit diesem logischen Jonglierstück da in Szene setzen zu können und ein triftiges Argument zu haben gegen den Subjektivismus. Und jetzt, wie war es? Man sage mir klipp und klar, was da vor sich geht. Kein Problem. Also, die Welt ist meine Vorstellung. Dieser Satz ist in dem Sinne zu verstehen, dass jetzt nicht deshalb nicht Zauberkräfte und eine Allmacht vorausgesetzt ist, indem ich jetzt nach Tischlein deck dich Manier durch die bloße Vorstellung mir ein 5-Gänge-Menü da zur Stelle zaubern könnte. Wenn man dies unterstellt, dann ist das klar, aber nicht viel anders nimmt sich dieses Beispiel aus. Die Behauptung, dass Häuser, Menschen, Äpfel, alle anderen Gegenstände jemandes Vorstellung sind, heißt im Grunde genommen nichts anderes als, dass das, was ich als Haus bezeichne, sich unterscheidet einmal in den Begriff, den ich benütze, um so etwas wie eine Realität zu benennen.
und dann die Realität als solche. Und dabei wird davon ausgegangen, dass es eben diesen Unterschied gibt. Das macht den höheren Rang einer erkenntnistheoretischen Arbeit aus, hier einen Unterschied festzustellen, ein Verhältnis festzustellen zwischen Begriff und Sache und diesen Begriff und Sache nicht gleich zu identifizieren. Das ist einmal vorausgesetzt, sodass es eine Vorstellung dessen gibt, was man als Haus bezeichnet, und immer eine Vorstellung dessen, was man als Äpfel bezeichnet, aber das ist da ist immer noch nichts ausgesagt über eine sogenannte Realität, die definitiv feststehen würde. Man hat es hier nur, das ist reiner Nominalismus, das sind alles nur Namen, wo dann, wenn man es nur mit Namen zu tun hat, die dann die Vorstellung darstellen, hat im ersten Fall, dass Häuser und so weiter Vorstellungen sind, dann hat man es auch im zweiten Fall mit Namen zu tun, die Vorstellungen bezeichnen, aber nicht mit einem realen Apfel und nicht mit einem realen Essen. Und diese Differenzierung bringt hier Gätschenberger bewusst durcheinander, die verschiedenen Bedeutungen, wie ich eben, was ich da auffasse, ob ich die Realität auffasse oder ob ich den Begriff auffasse. Und dadurch glaubt er dann, durch diese Verwirrung, die dann hergestellt wird, beziehungsweise es scheint dann offensichtlich, weil der naive Verstand ja nur angesprochen wird, dass es sich hier um einen Widerspruch handelt, was aber nicht der Fall ist. Außerdem ist es eine völlig entsubjektivierte Beschreibung, Feststellung, auch wenn das so ausschaut, als hätte man es mit einem Subjekt zu tun. Denn wenn jetzt tatsächlich es um den Nutzen geht, den irgendein Subjekt hat, irgendein Interesse, dann obliegt es diesem Subjekt festzustellen, ob es einen Apfel isst und gegessen hat, oder ob dieses Subjekt könnte jetzt behaupten, eine Banane gegessen zu haben, weil ihm die üblichen Sprachgewohnheiten schnurzegal ist und weil es von Kindheit an hat ihm seine Hebamme, seine Amme, sage ich jetzt mal scherzhaft, erklärt beim Apfel, dass es sich um eine Banane handelt, und seitdem nennt jetzt dieses ganz konkrete Subjekt einen Apfel eine Banane, zum Beispiel. Und dann würde dieses Subjekt Gätschenberger gegenüber behaupten, ich habe gerade eine Banane gegessen. Was will er machen? Aber jetzt ist Schluss für heute. Folge 41 ist hiermit Geschichte. Es folgt die Nummer 42, die sagenumwobene Nummer 42, mit der sich das ganze Universum und alles beantworten lässt. Aber wie gesagt, das nächste Mal. Ich verbleibe wie immer euer Lokführer Hannibal mit einem Pulp Fiction Peace and Out.